Japan Studio. Claphands Limited. Warnung! Everybody's Golf hat eine automatische Speicherfunktion. Ich sollte X drücken, aber es macht einfach so weiter. Everybody's Golf. Was? Kein Intro? Okay. Das ist seltsam. Aber damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt. Wir spielen Everybody's Golf Version 1.04. Für die PlayStation 4. Das Spiel kam vor etwa einer Woche raus und ich als großer Fan der Spielereihe, ich habe jeden Teil bisher gespielt und jeden auch zu 100% gemacht. Jetzt nicht unbedingt als Let's Play, aber im Privaten, und ich als großer Fan freue mich eigentlich und ich gehe dieses Projekt ganz blind an. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich bin voll auf 180 Grad und Alter. Die Musik als allererstes natürlich erinnert mich wieder an alte Spiele, also an alte Teile, aber es gibt kein Intro. Warum gibt es kein Intro? Egal, gucken wir uns einfach mal alte Spiele an. Ich bin echt gespannt, was sich alles geändert hat. Das sieht aus wie die Olympischen Spiele, irgend so ein Stadion. Ist es wahrscheinlich nicht. Es ist einfach nur ein stylischer Ladebildschirm. Ich lade gerne lange, doch hab keine Bange. Das Lied hört einfach auf, okay. Wenn wir vom Intro reden. Warum ist denn Suski-Statue auf der Erde gewesen, gerade in Gold? Willkommen auf Golf Island. Das sieht mir jetzt eher aus nach Mario Party. Hallöchen. Es ist die deutsche Synchro zurück. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Nicht, weil sie cool ist, sondern weil sie schrecklich war. Grüße vom Vorsitzenden. Hallo, lange nicht gesehen. Ich heiße Suzuki. Du heißt Suski. Die Deutschen haben nur den Namen verschandelt. Egal, wir nennen wir einfach Suzuki, damit ihr wisst, wer gemeint ist. Vorsitzender Suzuki von Everybody's Golf Vereinigung hier. Wie immer ein Vergnügen. Ein Typ, der schon seit Ewigkeiten dabei ist. Und wir haben sogar den Skin aus dem vierten Teil. Leute, aus dem vierten Teil. Oben links und oben rechts auf dem Bild sehe ich gerade. Das ist nice. Alter, das ist gerade ein Flashback da oben. Das ist cool. Willkommen auf Golf Island. Dieses Mal. Was dieses Mal? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, die haben einfach nur die Textzitate aus dem World Tour Ding genommen und eingefügt und deswegen erzählt er nichts. Wäre aber cool gewesen, ja? Ich habe hart gearbeitet, um einen Ort zu schaffen, wo Leute, die nichts von Golfen verstehen, den Spaß dran hautnah erleben zu können. Golf Island ist das Ergebnis der jahrelangen Verfolgung dieses Traumes. Genieße deine Zeit hier und koste den ganzen Spaß aus, den das Golfen bietet. Na dann. Bevor wir loslegen, möchte ich dir ein Mitglied unserer Organisationsteams vorstellen. Hallihallo. Hikari.
Ich bin Hikari, man kennt dich nicht, aber ich arbeite hier als Assistentin des Vorsitzenden. Schön, dich kennenzulernen. Ja, anstatt dass sie oben einfach auch schreiben, schön, dich kennenzulernen, nee. Dann legen wir mal los. Sag mir bitte zuerst deinen Nickname. Oh, und keine Sorge, du kannst dich später ändern, wenn du möchtest. Okay, dann machen wir uns mal an die Namenseingabe. Oh, Junge. Natürlich kämpfen wir als Maser, um an die Spitze der Welt zu gelangen. Ist immer ganz leicht einzutippen. Wer es noch nicht weiß, ihr drückt unten auf das M, ne? Also macht ein großes M, indem ihr die vier Tasten daneben die Shift-Taste drückt und auf das M drückt. Und dann müsst ihr einfach nur neben das A und das S und das A gleich drücken und dann kommt Masallo raus. Nein. Egal. Bist du zufrieden mit Maser? Das sollte ich unzufrieden sein? Du heißt jetzt Maser, bist du damit wirklich zufrieden? Das ist ein schrecklicher Name, aber wir sagen es dir nicht. Ja, ich bin zufrieden damit. So, dein Nickname ist jetzt festgelegt, Maser. Sag das nicht so vorwurfsvoll, bitte. Irgendwie fühle ich mich schlecht, dass das jetzt mein Name ist. Zuerst wählen wir den Anfangserscheinungsbild. Was? Zuerst wählen wir dein Anfangserscheinungsbild aus. Das ist dein Charakter. Oh, es gibt ein Charakteranpassungssystem. Man kann seinen eigenen Charakter machen. Ich hoffe, die sind im Style der Everybody's Golf Charakter gemacht. Es gibt jetzt ein Charakteranpassungssystem, mit dem du dein Aussehen anpassen kannst, wie du möchtest. Wenn du nicht von Grund auf starten, sondern direkt einsteigen willst, gibt es auch ein paar voreingestellte Charaktere zur Auswahl. Wähle zuerst eine Voreinstellung, die deiner Vorstellung entspricht und nimm dann Änderungen und Anpassungen vor, bis es dir gefällt. Hast du mal Zeit? Übrigens kannst du... Ich habe mich schon gefragt, warum die Optionstaste so früh aufgetaucht ist. Aber gut, übrigens kannst du die Charakteranpassung über das Optionsmenü aufrufen, das ist eigentlich die Starttaste, aber egal. Und dein Aussehen ändern, wann immer du möchtest. Bereit, dich in das Erstellen eines Charakters zu vertiefen? Dein Charakter kann männlich oder weiblich sein. Was ist dir lieber? Oder was dir lieber ist? Anhand eines Bildes erstellen? Das ist interessant. Die erinnert mich an den allerersten Teil von Everybody's Golf. Das ist irgendwie ein bisschen... geil eigentlich. So, wollen wir einen Mann spielen? Ich spiele eigentlich immer ein Mädchen, ja? Wisst ihr was, Leute? Wir spielen das erste Mal in einem meiner Let's Plays, werden wir einen Mann spielen, ja? Und wir nehmen ihn hier, weil er guckt mich schon so sympathisch an und er trägt eine Brille. Zwei Dinge, die ich schon selber... Guckt euch an, wie er sich freut. Hi! Danke! Und wie er tanzt die ganze Zeit. Ja, Mann, du hast mich ausgewählt. Wenn das Geschlecht anders werden... Okay. Kopf. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. So viel. Wir bleiben bei dem. Der ist eigentlich am sympathischsten, ja? Für den ganzen Köpfen. Es gibt... Ach, es gibt noch Farben. Okay. Die Farbe gefällt mir eigentlich auch. Wir bleiben bei dem Kopf. Der ist eigentlich ziemlich sympathisch. So ein bisschen breiter, so wie ich halt. Ja, die nehmen wir. So. Gut. Frisur. Moment, ich habe da noch was gesehen. Gesichts... Ach so. Minikopf. Nein, ich möchte den haben. Alter, was kann man alles machen? So, Frisur. Ich habe natürlich immer so eine komische, runtergekämmte Frisur. Wobei ich mich selten kämme. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Nee, das nicht. Das trifft es ziemlich gut eigentlich. Alter, aber die Frisur ist auch länger geworden, ne? Dann trifft es das schon mehr. Aber mir gefällt die Frisur, die ich jetzt habe, viel lieber. Oder machen wir einen noch Rock Lee? Keine Ahnung. Alter, es ist... Es ist so viel, wir können unsere Mädchen... Das lassen wir besser sein. Das lassen wir einfach besser sein. So, jetzt suchen wir uns die Haare raus. Ja, nehmen wir die. So, Augenbrauen. Das ist ein Charakter. Charakterdesign, das ist vollkommen neu in Everybody's Golf, Leute. Und es ist cool. Es macht mir mega Spaß. Von der Tatsache, dass Charakterdesign ziemlich lange dauern kann. So.
Ah, Alter. Ich bin ein böser Mensch. Ich möchte die gerne ein bisschen zusammenfügen. So. Denn meine Augenbrauen sind eigentlich auch ein bisschen... So. Das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Mit meinen Augenbrauen. Augen. Hallöchen. Ist das dumm? Yummy! Hallo! Alter! Alter, man kann da richtige Ungetüme machen. Liebe Mii-Gemeinschaft, nehmt euch ein Beispiel hieran. Also, es gibt sogar... Oh! Alter. Das trifft eigentlich meine Augen ziemlich gut. Es sieht so aus. Gute Nacht. Morgen. Alter. Das trifft eigentlich ziemlich gut. Ja doch, das trifft eigentlich ziemlich gut. Ich will nur die Größe richtig einstellen. So, das sollte reichen. Oh! Weil es ist auch alles eingebaut, ne? Es ist echt alles eingebaut. Aber die Ohren passen eigentlich soweit. Die Nase ein bisschen... Das ist ein bisschen zu dick. Kann ich den Charakter drehen? Ich wünschte, ich könnte den Charakter drehen. Dann könnte ich die Nase besser sehen. Alter, ist das abartig. Alter, ist das gruselig. Alter, ist das gruselig. Und so ganz kleines, schüchternes Lächeln. Oh. 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 Alter, das macht mir gerade mega viel Spaß. Wir nehmen das Lächeln, aber nicht so groß, bitte. Das macht mir nämlich Angst. Ja, so. Genau. Man kann sogar Lippenstift aussuchen. Ich verzichte. Brillen. Ich trage zwar keine Brille, aber Brillen. Und das ist eigentlich schon die richtige Brille eigentlich für mich. Eigentlich müsste ich keine machen, ne? Eigentlich müsste ich echt keine machen. Wir machen keine. Weil ich auch keine trage. So, Verlängerung keine. Verlängerung keine. Sonstiges. Also, ja, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Mir wächst auf der Nase ziemlich schnell. Aber auch am Kinn wächst so ein bisschen was. Gibt es so eine Mischung zwischen Kinn und, ja, so sieht's aus, wenn ich rasiert bin mal. Das nehmen wir. Sonstiges, sonstiges, sonstiges. So, damit wären wir fertig. Körper. Alter. Alter. Ja. Warum ist das Spiel schon direkt auf die erste Gewichtsklasse gegangen? Du willst dich doch verarschen. Du Arschloch. Du Arschloch. Ich bin ein bisschen größer, finde ich. Ah, ich kann mich nicht größer machen. Okay. Gut zu wissen. So, Mode. Oh. Kopfteil nehmen wir keins. Nehmen wir einen. Was nehmen wir denn? Definitiv. Nehmen wir so ein Knopfhemd. Weil ich gerade ein kariertes anhabe. Schade, dass man die, nicht so ein kariertes Muster nehmen kann. Das wäre cool gewesen. Nehmen wir so ein schwarzes. Ich mag schwarze Sachen eigentlich. Und nehmen wir ein weißes? Wir nehmen weißes. Komm, ich bin rein. Ernsthaft? Ja, okay, das könnten wir auch noch als Männerhose nehmen. Wir nehmen auch eine lange Hose. Ich dachte gerade, es gibt halt, ja. Es gibt nicht viele Hosen, muss ich zugeben. So.
Ist ein bisschen verbackt, sehe ich gerade, wenn jemand drauf guckt. So die Hose. Aber es macht nichts. Oberbekleidung. Alter. Alter. Das machen wir anders. Hosen. Das machen wir richtig anders. Wo ist weiß? Alter. Jetzt sehe ich richtig gut aus. Wenn ich mal wieder eine Jacke anhabe. Socken. Sneakersocken. Crewsocken. Crewsocken. Wir sind nämlich in einer gefährlichen Crew. Ja. Schuhe. Ich bin eigentlich so ein Mensch, der trägt immer eigentlich. Ja, das sind eigentlich die perfekten Schuhe für mich. So, Handschuhe. Nehmen wir hier mit Werbung drauf. In braun. Accessoires. Tragen wir eine Uhr? Nee. Anzüge? Keine. Ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen noch was einstellen kann, wenn man dann später andere Sachen hat. Also man kann Sachen kaufen mit Geld. So. Wie ist das? Hä? Ziemlich gut, hä? Ich hab's voll drauf. Oh, warum steht da 2? Warum steht da 2? Ich bin immer das Komiker-Ding. So. Der Schwung. Wir nehmen den schnellen. So. Und speichern. Hallöchen. Mein dicker Bauch. Sehr schön, dann haben wir deinen Namen und dein Aussehen festgelegt. Dein Charakter ist fertig. Willkommen auf Golf Island. Ich habe eine Trophäe erhalten, Leute. Trophäen gibt es hier auch wohl. Nice. Gehen wir spazieren. Bewege deinen Charakter mit was? Fucking Japaner. Ups. Oh, siehst du den Mann mit der Jacke, die aussieht wie meine? Sprich doch mal mit ihm. Moment! Moment! Was ist hier los? Warum kann ich laufen? Kann ich hier einsteigen? Oh, schade. Warum kann ich hier rumlaufen? Tschö! Ich hau ab! Ich kann nicht runterspringen, okay. Tschö! Oh, wie cool ist das hier gerade? Frau Öst Charakter Rang 1 erscheint in 300 Erfahrungspunkte. Oh, wie cool ist das hier gerade? Ich kann mich frei umherbewegen. Das ist wirklich gut. Also, was heißt gut? Das ist geil. Es wurde mir zwar schon gesagt, dass es ein Open World Everybody's Golf ist, aber ich bin mal gespannt, wie viel Open World wir noch sehen werden. Da können wir auch hin. Was haben wir hier? Ein Strand. Ist nur ziemlich tot hier gerade, ne? Irgendwie gefühlt ja. Und meine Sprünge sind phänomenal, Alter. Leute. Ihr kennt doch alle die Leute. Alter! Ich springe einfach mal so halbwegs über den Teich rüber. Und komme nicht mehr raus. Dankeschön. Das ist ein Teich. Das ist keine Challenge. Keine Challenge. Alter, man kann einfach mega weit springen. Das ist abnormal. Ich sollte bei den Olympic mitmachen. Ja, definitiv. Und da kommt er zum Anlauf. Er springt und... Reden wir mal mit dem. X. Ist mir eine Ehre. Specs. Hallo, du kannst mich Specs nennen. Ich gehöre zu den Assistenten des Vorsitzenden. Genau wie Hikari. Ich bin bereit, wenn du meine Hilfe brauchst. So. Fangen wir damit an, dass ich dir etwas über die Grundlagen des Lebens auf Golf Island erzähle. Erstens, Golf Island besteht aus zwei Welten, einer Offline- und einer Online-Welt. In der Offline-Welt trittst du in Turnieren und Partien an, um deinen Rang zu erhöhen. Das werden wir hauptsächlich spielen.
Ich finde, die Offline-Welt ist ein ziemlich guter Ausgangspunkt. In der Online-Welt gibt es ebenfalls Golfplätze und mehr und du triffst dort viele echte Everybody's-Golfer. So, hier. Du kannst dich mit den Golfern, die du triffst, unterhalten und mit ihnen Runden spielen. Wenn du in einer Runde ein gutes Ergebnis trägst, erscheint dein Name auf der Rangliste eines dieses Tages. Du kannst auch mit anderen zusammenarbeiten und als Team im Rasenkrieg... Was? Was ist der Rasenkrieg-Modus? Ich will es gar nicht wissen. Wenn du dich etwas zurechtgefunden hast, solltest du unbedingt mal in die Online-Welt reinschauen. Du wirst dort auch Leute sehen, die angeln oder mit Karts herumfahren. Man kann mit Karts rumfahren. Leute, es wird sowas von Online-Parts geben, ne? Man kann dort viel Spaß haben. Wir stehen hier im Zentrum zwischen der Online- und Offline-Welt, das wir Heimbereich oder einfach Heim nennen. Hier findest du alle Eingänge zu den verschiedenen Bereichen, deshalb kommt man von hier aus überall leicht hin. Drücke Options, um das Menü zu öffnen. Können die bitte das Options nicht einfach aufschreiben? Egal. Drücke einfach immer Option, wenn du etwas suchst. Ich überlasse Hikari die Ausführung zum Offline-Modus. Sei doch so nett und geh zu ihr. Oder vielleicht... Flash, wo ist der Typ hin? Laufe zu Hikari zurück. Nö. Na, oh Gott, ich hab verkackt. Ich beeil mich doch schon. Hi. Guck mal, Suzuki ist wieder aufgetaucht. Ich wollte schon wieder Suzuki sagen, weil das der richtige Name ist. Aber egal. Hallo nochmal. Der Vorsitzende hat mich gebeten, dir kurz den Haupt-Offline-Modus zu erklären. Jeder startet bei Rang 1 und arbeitet sich dann in den Rängen nach oben. Um im Rang aufzusteigen, musst du an Herausforderungsturnieren teilnehmen und gute Ergebnisse erzielen. Was bedeutet das? Ist das jetzt... Egal. Sie hat gerade was gesagt, deswegen. Drücke vor den Turnierstand, um eine Liste aller Turniere aufzurufen. Von dort kannst du dann teilnehmen. Wenn du ein Turnier gewinnst, erhältst du einen zufällig gewählten Preis. Es gibt alle möglichen Preise, von deinen Outfits bis hin zu Schlägern. Und wenn du dich durch die Turniere kämpfst, tauchen vielleicht ein paar Charaktere auf, um dich herauszufordern. Wenn du sie besiegst, erhältst du ihre Outfits. Stimmt! Oh, das wird mir mega fehlen! Einige der Herausforderer werden auch Bossgegner bestimmter Ränge sein. Okay. Das wird mir fehlen, man konnte damals Charaktere freischalten, das ist ja jetzt eigentlich ziemlich unnötig. Wenn du den Boss besiegen kannst, darfst du zum nächsten Rang aufsteigen. Hast du das alles verstanden? Oh, lass mich noch schnell etwas Neues im Spiel erklären. In diesem Everybody's Golf Teil verbessern sich deine Charakterfähigkeiten, sobald du in einer Runde einen guten Schlag schaffst. Zum Beispiel. Sagen wir, du schaffst eine Reihe von Powerschlägen mit fast 100%. 100% Kraft mit einem Holz 1. Da verbessert sich dein Können mit einer Holzern. Oh Gott, haben die das echt so genau gemacht? Das führt wiederum dazu, dass du zum Beispiel weitere Distanzen schlagen kannst. Das trifft auch auf anderen Schlägernummern zu. Es gibt noch mehr Beispiele. Viele geschickte Schläge in die Nähe des Pins verbessern deine Kontrolle für deine gerade ausgerüstete Schlägernummer. Wenn dir ein schöner Schlag mit Backspin gelingt, verbessert sich deine Backspin-Fähigkeit. Alter Verwalter. Du wirst beim Spielen alle möglichen Aspekte entdecken, die du weiterentwickeln kannst, also hab Spaß am Experimentieren mit den verschiedenen Schlägern. Und weißt du was? Ich finde, diese Erklärung wird etwas zu lang, also legen wir einfach los. Lass uns dazu erstmal ein Turnier vom Turnierstand auswählen, an dem du dann teilnimmst. Hier startet dein neues Everybody's Golf-Leben. Gute Reise. Ja, viel... Oh, da! Ein Neuzugang! Ah, ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Nicht sehr erfahren, aber sehr zuversichtlich. Vielleicht habe ich neue Konkurrenz. Ich werde einfach mein Bestes geben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Mal sehen, wie weit der Neuling hier kommt. Ich hoffe, der Neuling bleibt uns erhalten. Der Neuzugang muss man im Auge behalten. Jetzt werde ich erst einmal abwarten. Kleine Knirps, man hat fast... Wo sind die Typen hin? Kameramann!